Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Erlesenheits, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, wir haben ja in der letzten Folge das Häckseln abgeschlossen, also das Maishäckseln, und jetzt geht's natürlich ans Gras lieren. Haben wir die Pickup schon gekauft? Ja, ne? Ja, haben wir. Okay, gut. Hab ich. Yay. Gut. Ich bin gerade dabei, den Weidemann zu holen. Ja, oh, ich muss sperren. Scheiße! Was ist denn? Ich wollte die Ballengabel noch mitnehmen. Ballengabel? Damit wir die Biogasanlage gleich mit den Silageballen füttern können. Mann! Silageballen? Achso! Die, wo da noch rumstehen von der Mission. Also. Ich bin langsamer von mir. Also ganz kurz noch. Also, ich brauche nicht lang. Ja, ja, alles gut. Ich muss sowieso erst noch das Schneidwerk zurückgeben und ja. Beziehungsweise das Gebiss für die Fachsprache. So, ich stell den kurz da ab. So, weil. Nee, da ist er. Weil nämlich das wunderschöne Gebiss jetzt leider wegkommt, aber ja. Kostet uns nur was und ja. Besser ist weg. So, Tür zu, rundum leuchte an. Steht und die Ballengabel. Was fahren wir zum Händler? Pickup steht noch am Händler, oder? Ja, ja. Okay, gut. Dann steht die Ballengabel bei uns. Und steht alles immer irgendwo. Haben wir überhaupt eine Ballengabel? Ja, ja. Ach stimmt, genau, die haben wir ja auch für Paletten und so weiter genommen. Die kann sein, dass die für die Schäfchen steht? Muss aber nicht. Also ich habe auch noch kein Radio. Oh, weiß aber nur ein Radio. Da komme ich nur raus. Oh, das schwimmt ein bisschen. Bin mal gespannt, wie er sich dann verhält, wenn hinten das Maisgebiss weg ist. Und da dann der Pickup dran Pickup ist. Pickup wird safe vielleicht das sein. Mhm. Da steht sie doch. Ich hoffe mal so, dass wir die. Einmal drauf vorbeigefahren. Ja, okay, aber die ist auch schwer zu übersehen. Jetzt nicht ironisch gemeint. Du meinst schwer zu sehen. Ja. Was habe ich gesagt? Schwer zu übersehen, oder was? Ja. Da bin ich's wieder, der Pro. Egal. Das sieht man mal. Ich habe mir heute auch noch keine Red Bull aufgemacht. Das geht doch nicht. Nein. Das sieht man mal wieder. Florian hat Deutsch studiert, was? Das, ja. Deutschstudent ist da. So. Oh, yo! Was jetzt passiert? Achso! Langsamer! Da bist du ja, hallo! Oh, ich hab noch geblinkt, egal. Ey, du schon wieder? Ein Viertel nur noch. Ja, ja, so ein Akku geht schnell leer. Achso, ja, okay. Aber wir haben stimmt, wir haben jetzt auch das Update vom Weidemann Hoftrag, das High. Kann man da noch mit Diesel tanken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, schon hier. So, da vorne will man links rein. Ich hoffe, ich komme noch runter. Der ja. Sprit ist ja ultra hoch, der Spritverbrauch von dem hier. Echt? Oh, scheiße. Ja, ja. Oh, der Spritverbrauch ist schon niedrig, gell? So. Oder normal? Warte, ich guck für dich nach, ich guck für dich noch. Aber normalerweise schon. Spritverbrauch normal. Ich überhole ein Auto mit 35, yay. Yeah. Let's go. Also der Spritverbrauch ist auf normal. Okay. Also eigentlich wie immer. So, das. Oh. Das Rohr ist nicht so ganz für die Schneidwerk ausgelegt, deswegen. So, erstmal zurückgeben, das gute Teil. Verkauf aber ja nicht das Falsche, gell? Oder? Ich hab's nur zurückgegeben. Okay. Da kann ich nichts falsch machen, normalerweise. Mal Gruppe runterschalten. Hauptsächlich hat die Ballgabe halt volle mehrere Frontal, ne? Aber ich glaube, ich mache dann auch das 2,4 Tonnen Gewicht weg. Weil das ist ja doch ein bisschen zu overpowered. Ey, ich sehe jetzt gleich, wenn ich. Overpowered. Bisschen too much. Too much. Ja, ich sehe jetzt sowieso gleich, wenn ich es jetzt hier ankuppel, wie sich das verhält. Achso, ich muss dafür wieder. So. Was passiert jetzt, wenn ich es vorne abkuppel? Ja, da reicht das Gewicht, was wir am Hof haben. Vollkommen aus. Aber vollkommen.
Oh ja, tankt der langsam. Aber es kostet nichts. Doch, kostet. Ach, stimmt, wir müssen das ja dann die Front dran machen, weil er nicht rückwärts fahren kann. Was heißt nicht rückwärts fahren kann? Aber der CP-Fahrer fährt halt nicht rückwärts, im Normalfall. Ja, aber beim Grasilien ist es was anderes. Was meinst du? Ob es vorne ist, oder? Ja, ja. Ja, ja, ich guck jetzt sowieso gleich an, wie sich das verhält. Wobei, ich kann. Ja, wobei. Ja, doch. Passt schon. So, Runden leuchtet jetzt an, das heißt, wir fahren zu unserem Hof hoch. So kommt keiner, wunderbar. Uiuiui, ein bisschen fliege ich hier voll, ne? Ich habe jetzt natürlich aber auch kein Gewicht dran. Die Frage ist. Macht natürlich auch was aus. Kommt der Weidemann hoch genug, um einen Ballen zu nehmen? Also ich glaube, drei hoch, also vier hoch schafft, aber fünf wird schwierig. Ja, doch, der schafft das schon. Das ist ein Weidemann. Auch noch eh, der muss das schaffen. Ich hab den jetzt nicht ganz voll machen lassen. Reinlenken und rein hier. Also, ein Bein schafft er. Uiuiui. Das weiß ich. Okay, ist er funktioniert. Dann haben wir hier irgendwo noch einen weichen Dreieck. Ich hab ganz aufgehoben, ne? Wie ich gesagt hab, vier gehen. Haben wir im Hof noch irgendwo ein übriges Gewicht rumflanken? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch irgendwo eins haben. Guck da gleich. Was? Ein weiches Dreieck mit dem Tonnenfrontgewicht. Wo sind denn unsere Gewichte? Tonnenfrontgewicht haben wir am Hof. Ja, ja. Beim Silo. Silo? Ah, hier sind die. Dann muss ich für irgendwie was kurz. Der vorwärts, wenn ich einen Rückwärtsgang drin habe. Das Dreieck, Stipizen, nimm mal den kleinen Steuerkurs. Es tut mir leid, mein Junge. Huch! Ich bin ein bisschen leicht, du. Eieiei. Das geht schon. Oh, ist der süß und klein. So. So, also ich habe gerade rausgefunden, zwei aufeinander gehen. Okay. Schafft er. So, ich pack mal den Kleinen wieder da rein. Aber was heißt den Kleinen? Er hat auch 80 PS. So steht der Schwader, der Wender so schief drin. Also komplett irgendwie an die Wand gebarzt. Was steht denn da dahinter noch? Ach, der Streuser ist kein Wischter von Waldemann. Oh! Lang ist's her. Alles gut bei dir da drüben? Oder da hinten? Nein! Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich hab jetzt. Steig mal ganz kurz den Weidemann-Hoftrag ein. Warte. Ja. Hä? Oh. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hab. Lass mich wieder fahren. Nein, mach nichts! Nein! Ich hätte jetzt so schön rüberfahren können, Flo! Nein! Er ist vorne aufgestanden. Das geht nicht, ich hab dir geholfen. Ja, ja. Mann! So einfach darf ich es dir doch auch nicht machen. Ich schick dir das einfach von mir, scheißegal. Was ist? Oh! Scheiße. Ich hab dir voll an die Seite gedrückt, oh nee. Hat auch nicht so gut funktioniert, sagst du. Wieso wird der Ball nicht mehr genommen? Oh nein! Er ist kaputt. RIP Ballen. So funktioniert das Ganze, so wie ich mir erhofft habe. Wieso kann ich nicht angucken? Ah. Oh, es funktioniert. Jetzt testen wir gleich mal aus, wie die Anfahrt ist. Ah, jetzt hat. Und wenn wir das schon gleich mal alles der Maus. Ich glaube, ich bekomme da alle Ballen rein. So, ich fahr mal an. Das. Achso. Ach, die braucht man rausklappen, okay. Jetzt kann ich's anmachen. Flo? Ich versuch's. Drei auf einem Stapel. Mit dem Weidemann. Okay, also die Pickup schafft der easy. Aber angeschaltet losfahren, also. Da ist alles perfekt. Flo, ich versuch's. Warte, ich komm zu Weidemann E-Hof dran. Warte, ich komm zu BGA, warte. Das darf ich mir nicht hingehen. Steh schon mal ein. Das ist ein magischer Moment. Ich habe eingestochen. Bist du da? Ja, bin da. Und. Oh.
Oh. Wird es uns nicht, warte. Wir brauchen da eine epische Musik. Warte, ich brauche noch ganz kurz das Gewicht. Bin gleich wieder da. Okay, wir haben jetzt umdisponiert. Drei hat er nicht geschafft. Wir haben es versucht mit dem Gewicht. Hat kläglich gescheitert, aber er hat zwei Ballen geschafft. Immerhin. Immerhin. So, immerhin zwei. Zweit schafft er easy. Immerhin etwas, sagen wir, ne? So. Jetzt ist das wieder so ein... Ja. Gefummelt, bis man den Trigger findet. Dafür. Ui! Alter, ich muss den tanken. Ich muss den tanken. Ich fahr mal meinen Starrer zum Hof. So, Müde on. Und dann kommt. Ah, da ist die Tank. Zapfsäule, Elektrozapfsäule. Aber schau, ich fahr oben rum mal. Sind wir schon so lange nicht mehr gefahren? Warte, ich komme! Okay. Kommt da. Oh, ich muss meinen Steuer auch tanken, Alter, das war schwer. Nein, das ist noch halb voll. Das machen wir dann gleich, wenn wir am Hof sind. Oh. So, ja. Und ja, wenn wir dann die Wiesen machen, fahren wir mehr hier oben rum. Hier, wo man sagt, ist auch richtig schön. Da muss ich viel, viel mehr schalten. Hä? Da muss ich viel, viel mehr schalten. Echt? Ja. Okay. Ich fahr ja 55. Was? Nein, du dann. Ey, du fährst echt 53. Nein, ja. 56. Ja. Wenn es gut läuft, dann gab's 60. Wenn's gut läuft, ja. Aufpassen, da kommt ein Kreisverkehr. Geht schon rum. Ah, okay, ich hab dich glaube ich auch im Hintergrund gehört. Ein Auto oder ein Zaun? Kosten. Achso, das war der Weide, der Mann. Der Zaun, also mein Ladewagen hat den Zaun mit. Oh. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Ein paar Vögelchens. Aber ich muss bremsen, weil hier vorne geht's rechts rein. Weil wir als Sturm jetzt überholen können. Oh, komisch. Ich bin ja schon lange bin uns da rumgefahren. Ja. Hauptsache, ich hab dich im Hintergrund gehört. Auch egal. Ist nicht aufgefallen, nee. Yay. Und dann können wir jetzt eigentlich anfangen, würde ich sagen. Ja. Das heißt, wo wollen wir gleich über, oder? Warte noch ganz kurz. Warte noch ganz kurz. Warte. Ja. War ein Teffelchen raus. Aber wir sind die draußen, deswegen. Habe ich nicht ganz genau gewusst, was du wolltest. Fangen wir bei der großen Wiese an, oder? Ich würde sagen, die hier ist gerade vor uns. Oder vor, ja, mein ich ja, bei der neuen großen Wiese. Ja, genau, die ist ja jetzt glaube ich die größte, oder? Puh, du. Glaub schon. Ja, glaub auch. Ja, das ist unsere größte. So. Oh, das wird so spaßig werden jetzt hier. Boah, ich werde so viel schalten müssen, der Hänger wird's. Oh! Ja! Hätte wieder mal, würde das gehen. Was? So, wir machen auf, klappen auf. Ah, das war sich auf die eingestellt, gut. Oh. Wie fahren die überhaupt? Hm? Wie fahren die überhaupt? Die erste Bahn hier unten fahren wir sowieso jetzt nur wir zwei. Achso, die hast du gar nicht den Ding reingefahren. Ja, doch, oder? Aber die ist so scheiße. Fahr zu! Ja, warte, ich muss noch ein bisschen runterschalten, so. Och, Junge. Okay, am Berg schafft das dann doch nicht. Schwierig. Ja, es geht. Na, wir können es ausprobieren, jetzt kommt halt dann drauf an. Heimkalleingang rein. Du musst rechts. Oh, du musst halt noch runterlassen. Hm? Hast du schon runtergelassen? Normalerweise schon. Okay. Ne, normalerweise.
Er schaut auch weit oben aus, aber ich habe normalerweise schon runtergelassen. Ist beide so unten? Das ist doch nicht unten. Also hier kann ich nichts runterlassen. Wir gehen nochmal auf die Front. Ne, es ist unten. Ich kann da nichts mehr machen. Okay. Nee, weil da hebt er das hoch. Oder lässt echt in der Front nicht weit genug runter? Willst du das da nicht mitnehmen? Ja, das hat er nicht aufgesammelt. Ach so. Ah, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Warte mal, versuch's mal, wenn es am Heck dran ist. Oder setz ich mal vielleicht dranhängen, vielleicht geht's dann besser bei mir. Nee, glaub, ja, du kannst es gerne mal probieren. Wobei, das würde glaube ich auch eher vorbei, aber es dann ziehe ich das, die haben das auch, ja. Ich habe 20 PS mehr, Junge. Ja, aber ob's die aus waren? Man weiß es nicht. Nee, das, die Räder blockieren das ja. Hm? Die Räder lassen das nicht weiter ab. Ja, ja. Das ist irgendwie... Das Ganze ist irgendwie schwierig. Kann man die irgendwie einstellen? Also normalerweise könnte man sie einstellen, weil die haben so eine Gewindeschraube. Boah! Die da. Die silbrige, aber... Mir ist der Steier abgestorben. Ich habe es gerade mitgekriegt. Funktioniert auch nicht so gut. Eieiei. Oh, ich habe mich streit, ganz sicher. Bin zwar in der Schweiz, aber egal. Vorwärts! Das geht, glaube ich, nicht. Hab ich so irgendwie das Gefühl. Oh nein. Das ist halt echt problematisch, ne? Das ist echt problematisch. Warum fährt der so auf vorne? Keine Ahnung. Ja, wenn wir uns bis zur nächsten Folge was anderes einfallen lassen. Das ist echt nicht so geil. Aber naja, wir sind trotzdem für die heutige Folge fertig. Liebe Leute, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich mir fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf drauf, wir haben Fun noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir und ich weiß immer so ein bisschen weiter, ne? Bye. Da sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Immer das 19, wenn es vielleicht ein bisschen schneller als mit einem Kamerabau rangeht. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. We'll be right back.